spannen. Hier ist Abraham zurück in Assassin's Creed Valhalla und wir sind wieder in einer Story unterwegs, und zwar Schwertregen in Anacaester, Teil von Das Hunwaldlied. Kapitel 5. Bischof Herefried ist nach Anacaester geflohen und hat sich, zusammen mit seiner treuesten Wachen, in einer Weste verschanzt. Ivor zieht mit ein paar Freunden los, um ihn zur Rede zu stellen. In der Mission geht es auch gleich weiter, nämlich wir müssen jetzt hier diese Burg erobern. Ein dreister Angriff am helllichten Tag. Dieser Mann muss von Hass völlig eingenommen sein. Was gibt es Neues? Wir wissen jetzt, dass Herefried nach dem Massaker zur Feste von Anacaester geritten ist. Ich habe dort eine Fürth versammelt. Eine ziemlich große. Sie wartet auf deine Befehle, Eivor. Du meinst deine Befehle, Aldermann? Ah, ja, genau. Meine Befehle. Die lauten nämlich wie nochmal genau? Wer weiß das schon. Reiten wir zusammen zum Lager und finden es heraus. Herefried war ein Freund meines Vaters, dem ich immer vertraut habe. Ich verstehe nicht, was in ihn gefahren ist. Ehe seine Leute angriffen, sprach er vom Orden der Ältesten. Ich weiß genau, was in ihm gefahren ist. Wirklich? Das erzähle ich ein andermal. Das wird Wellen der Empörung durch die Gemeinden von Mercia schlagen. Herefried ist eine große neue Schande für die Kirche. Euer Christus war ein interessanter Mann, wenn auch etwas weich. Komisch ist, dass ich kaum einen Christen wie ihn treffe. Heute war ein wichtiger Tag, Eivor. Trotz allen Leidens weiß ich jetzt, dass meines Vaters Geist noch in mir brennt. Und das verdanke ich dir. Wenn man einst den Tag besingt, an dem Lincoln es hier gerettet ward, wird dein Name in jeder Zeile erklingen. Nicht so vorschnell, Hunwald. Die letzte Strophe dieses Liedes fehlt noch. Es lockt das Getöse der Schlacht. Ihr Heiden und eure Kampfeslust. Ich teile diese sicher nicht. Ich sorge mich, welches Teufelszeug der Bischof noch bereithält. Ach, dieser Demlack von einem Bischof wird um Gnade flehen. Mit Eivor an unserer Seite. Wie hat Acher all dies verkraftet? Sie und Herefried waren sich sehr nah. Die Arme muss sich fühlen, als hätte der Teufel selbst ihr Kloster angegriffen. Ich sprach sie gut. Ich will hier nicht zu Tode frieren. Sie schien sich wieder aufraffen zu können. Hintergangen von einem Mann, der Gott erstellt. Sie sollen Mehl trinken und ruhen. Ein harter Kampf steht uns bevor. Unser Kriegsschmied ist da. Die Fürth ist bereit für die Schlacht. Eivor, was sagst du? Können wir mit den hier versammelten Männern diese Schlacht gewinnen? Wenn sie so mutig kämpfen, als wären sie doppelt so viele, vielleicht. Und gäbe es in Valhall auch Platz für einen stürmischen Schwarm? Ganz sicher. Lass dein glorreiches Banner wehen. Also, sind wir bereit? Wir greifen jetzt an. Mach die Fürth bereit. Zunächst müssen wir den Außenwall durchbrechen. Dann sind die Soldaten im Innern dran. Diese Schlacht wird die... Zu mir, heilige Krieger von Lincoln ist hier. Mit einem Rambock kämen wir durch. Ich sollte mich darum kümmern. Kommt! Vorsicht! Feinde! Ich halte dich!
überwinden. Wir könnten es aufspringen. Oder es mit den Rücken beschießen. Anderen Seite versperrt sein. Ich starb bereits, als ich mich hinter Gewand und Kreuz versteckte. Ich erniedrigte mich, um meinem Orden zu Glanz zu verhelfen. Ich kämpfte mich an die Spitze dieser gewöhnlichen Religion voller gewöhnlicher Leute. Ich hätte wie die Ältesten leben sollen.
Das ist der große Fehler der Menschheit, Herefried. Wir wälzen uns in Selbstmitleid, wie die Schweine im Dreck. Du hättest das Leben genießen sollen. Eivor, ist der Bischof tot? Er hat zu wenig gelitten und zu viel geredet. Ja, er ist tot. Ich werde ihn nicht vermissen, aber Ache wird erst trauern müssen. Gut gekämpft, stürmischer Schwan. Endlich mal ein paar Narben auf deiner Jünglingshaut. Ja, aber sie werden heilen. Ich bin stärker denn je. Jetzt führst du Linkolnisch hier an, Aldermann. Das wird dein härtester Kampf. Das Schlachtgetöse klingt mir noch im Ohr. Ich denke, dass ich jetzt ein guter Anführer sein kann. Gut. Aber darf ich dich noch um eine Sache bitten? Gern doch. Als Aldermann wird mein Leben gefährlich sein. Zumindest vorerst. Würdest du meiner Svanhild Zuflucht in deiner Siedlung gewähren? Bis ich das Gefühl habe, dass es ungefährlich ist? Sie ist bei uns willkommen. Danke, meine starke Berserkerin des Nordens. Die Wirtshäuser meines Schiers werden dein Getrampel sehr vermissen. Unsere Leute sind jetzt Verbündete. Wir müssen aufeinander aufpassen. Ach, ich bin furchtbar im Verabschieden. Das reicht fürs Erste. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Ja, und damit haben wir jetzt auch diese Mission abgeschlossen und es gibt mal wieder einen Lagebericht bei Randvi. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. Viel Spaß, have fun, euer Avoram. Bis demnächst. Ciao, ciao.